Ich versuch's mal in Scaled. Versuchen wir mal 720. Na ja, gut, das geht ja auch, ne? Erklärst du nur, wofür, wie es geht oder auch, wie man es erstmal zum Laufen bekommt und so? Du meinst, wie man es initial zum Laufen kriegt? Ja, genau, was ich alles brauche, wie ich es installiere, etc. Ich kann das kurz erklären. Jetzt nochmal installieren ist bei mir gerade schlecht, weil ich habe es halt schon laufen. So, warte mal, muss ich das Mic einmal ordentlich machen? Nein, 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 nein. Das ist schon... Das kriegen wir schon hin. So, wunderbar. Genau. Also, wir brauchen erstmal einen guten Grund, warum wir DDEV überhaupt benutzen wollen. Der Grund ist der, wer arbeitet in der Agentur? Also, ich muss jetzt so, ich habe auch ein Entwicklungsteam, genau. Wer hatte schon mal Probleme, die Entwicklungsenvironments über das gesamte Team zu vereinheitlichen? Genau da waren wir nämlich auch. Wir sind am Anfang bei uns damals noch in der Agentur auf die Vagrant-Lüge reingefallen, die halt einfach auch Quatsch ist. Abgesehen davon irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Vagrants nebeneinander macht halt irgendwie auch keinen Spaß. Dann haben wir gesagt, das ist alles doof. Dann sind wir ein halbes Jahr auf die Docker-Lüge reingefallen, haben versucht, das alles mit Docker zu bauen, was dazu führte, dass jeder Entwickler irgendwie ein funktionierendes Docker-Environment hatte, aber eben seins. Und wir haben dann auch irgendwann im Team gesagt, okay, lockt mal bitte eure Zeiten, also Interesse halber. Wie viel Zeit verbringt ihr so, euer Docker-Environment zu pflegen? Schätzung, was glaubt ihr? Auf ein halbes Jahr gerechnet? 14. Ja. 20% der Arbeitszeit. Haben die angefangen, ihre Environments, und dann ist was kaputt und dann fängst du nochmal von vorne an und irgendwie irgendwas geht nicht. Dann sind wir dazu übergegangen, die etwas archaische Methode zu machen, nämlich wir haben gesagt, jeder ist für sein Entwicklungsenvironment selber verantwortlich und jeder Entwickler hat während der Arbeitszeit ein funktionierendes Entwicklungsenvironment. Was bedeutet, wenn die sich ihr Linux kaputt gepatcht haben, dann endete in dieser Sekunde die Arbeitszeit. Und dann konnten die das Ding wieder gerade ziehen und dann waren die 3 Stunden später wieder da, dann ging die Arbeitszeit weiter. macht auch keinen großen Spaß. Und ganz am Ende hatten wir dann so Herausforderungen, wir haben Projekte, wo wir einen klassischen, dummen PHP-Stack brauchen, also irgendwie ein PHP-FPM, ein Nginx, eine Datenbank irgendeiner Art und Weise. Und dann kamen die ersten Elasticsearches dazu. Und dann wurde es zäh. Weil dann hast du immer das Problem, der eine hat seine Elasticsearch so konfiguriert, der andere hat seine Elasticsearch so konfiguriert. Dann hatte jeder Entwickler eigene Dev-Domains, ne, unter denen der das entwickelt hat. Darum gibt es auf der Typo3.com eine ziemlich schreckliche language.json-Datei, die einen Build-Service instruiert, das Typo so zu konfigurieren, dass die auf... dass die verschiedenen Sprachen der Typo3.com auf die entsprechenden Domains des jeweiligen Entwicklers gerade funktionieren. Also da gibt es einen Block, der heißt Susi und einen Block, der heißt Frank und einen Block, der heißt Mathis und einen Block, der heißt Andi und einen Block, so. War halt auch scheiße. Das heißt, das Problem, was wir hatten, ist A, welche Software stellen wir innerhalb des Teams zur Verfügung? B, unter welchen Domains stellen wir das Ganze zur Verfügung? Und C, wollten wir einfach auch viel, viel weniger Zeit damit verbringen, diesen ganzen Scheiß zu maintainen. Und da kam dann irgendwann die Firma Drud um die Ecke mit DDEV. Die kommen aus dem Drupal-Umfeld, das muss man da fairerweise auch zu sagen. Aber Typo3 ist der aktivste Channel, den es gibt bei Drud. Yes, also danke dafür. Was DDEV im Prinzip macht, es zieht noch eine Orchestrierungsschicht oberhalb von Docker oben drüber. Das heißt, euer Team muss sich nicht mit Docker-Insights befassen. Es reicht am Ende des Tages, wenn das im Zweifel ein oder zwei Leute im Team können und der Rest kann einfach starten und das kommt hoch. Bis dahin ist das alles relativ trivial. Das kann man bestimmt auch selber in der Agentur bauen. Aber die Jungs von Drud haben auch noch etwas, das nennt sich DDEV Live. Und da sind die gerade dran, das gibt es jetzt in einer Closed Beta.
dass ihr in eurem Projekt einfach sagen könnt, DDEV Deploy Production, und dann fahren die Container im Live-Betrieb hoch für euch, im Projektscope. Und da wird es dann interessant. Und was ich, und das ist jetzt auch nichts Neues, das macht Plattform SH so, das macht Magento Cloud so, was auch Plattform SH ist, unter der Motorhaube. Aber das, was wir an Drudd cool fanden, ist, dass Drudd gesagt hat, wir stellen diese Produktions-Hosting-Lösung jedem Hoster frei zur Verfügung. Das ist GPL. Das heißt, ich habe jetzt vorletzte Woche in Den Haag einem Gespräch beigewohnt, wo Jochen Weilands und Mittwalls Entwicklungsteam mit den Drudd-Leuten spricht. Das heißt, wenn ihr den ganzen Kram auf DDEV Local bauen würdet und das alles durchgeht, was wir da gerade besprechen und vorhaben, dann könnt ihr eure Typo-Sites einfach bei Mittwald oder bei Weiland oder bei Drudd oder bei sonst wem einfach hochfahren. Und das fanden wir den Game-Changer an der ganzen Geschichte. Alle anderen Cloud-Provider arbeiten immer so, dass du das Produktions-Environment hast und dann fangen die an so ein bisschen, ja, und wenn du das jetzt lokal entwickeln willst, dann kannst du einen SSH-Tunnel aufmachen und das ist aber auch irgendwie alles nicht cool. Und Drudd ist einfach den Weg andersrum gegangen. Die haben gesagt, erstmal für den Entwickler lösen und wenn das läuft, dann bringen wir das in Production. Also so viel zur Grundidee hinten raus. Also wie gesagt, Beta läuft. Ich weiß, dass der Benny Mack ein paar Sites schon bei denen laufen hat. Da gab es ein paar, weißt du, wie das ist, wenn du ein neues Produkt einfügst. Du hast an das gedacht und so weiter. Also die wollen seit einem halben Jahr fertig sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die ein paar unterschriebene Verträge in der Tasche haben, so nach dem Motto, hey, ne, wenn das fertig ist, machen wir das. Und so einen Vertrag haben wir zum Beispiel auch unterschrieben. Dann können die das einfach beschleunigen. Weil dann können die im Zweifel zu ihren Investoren rennen und sagen, guck mal, wir haben Kunden, schaff mal Geld dran und dann geht das ein bisschen flotter. Genau. Jetzt warte ich noch kurz, bis der Strom verkabelt ist, weil die Frage zur Installation kam genau von dort. Ich warte nur auf dich, alles gut. Also wir alle warten auf dich, no pressure. Alles gut, alles gut. So, das heißt, um die Installationsfrage schnell zu beantworten, das komplette Ding haben die auf OS X, auf Homebrew liegen. Das heißt, ihr könnt einfach Brew Install DDEV machen. Die haben es auf Windows, auf, boah, wie heißt das Ding? Chocolate, glaube ich, genau. Und die haben Apt Packages und ich glaube auch RPM heißt das bei Red Hat, meine ich, ne? Genau. Die Packages da. Ihr müsst vorher einmal Docker haben. So, also Docker Desktop installieren und dann ist gut. Für die, die sich fragen, wie finde ich raus, ob Docker Desktop läuft, ganz einfach, wenn dein Akku ungefähr 1% pro Minute verliert, dann ist Docker an. Glaube ich zumindest. Mal gucken, hoffentlich habe ich ihn gestartet. Genau. So, das heißt, was wir im Prinzip machen ist, wir sagen halt hier, geil, jetzt kann ich das Internet mal langsam machen. Nee, was ist denn das? Brew DDEV Upgrade, glaube ich, ne? Wie ging das denn? Upgrade ist es so rum, ne? Ha! So, tschakka. Ja, doch. Genau, dann können wir jetzt auch noch schön, siehst du, muss ich doch die Installation machen, es gab nämlich eine neue Version dazu. Und ich glaube, dann fange ich gleich einfach mal ein Blanko-Projekt an, das ist nämlich, glaube ich, das Einfachste. Dann kann ich Forger hier mal weglassen. So, lass mich mal eben checken. Was machen wir denn hier? Ja, Analytics, alles gut. Hä, wieso kann ich denn hier keinen neuen Folder machen? New Folder. So, haben wir den auch da drin. Wunderbar. Das heißt T3CRR. So, wunderbar. Ja, der zieht halt ein bisschen Daten. Tada! So, läuft. Genau, dann mache ich mal eben ein neues Projektchen auf. Das ist dann, glaube ich, das Einfachste. So, wo waren wir? T3CR da oben. So. Klopp, machen wir in dem Fenster hier auf. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser blankes Typo 3 oder was auch immer Projekt. Da ist jetzt erstmal gar nichts drin. So, jetzt tun wir mal so, als wäre das eine Symfony-Applikation. Das heißt, da haben wir einen Folder, der heißt so. Und dann kommt man in den XPAP rein.
Oho, nicht. Und dann sagen wir hier einfach schön Gammelcode, damit wir auch sehen können, ob das alles stimmt. So, wunderbar. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt hier in unseren Terminal, in das Verzeichnis und sagen, bitte konfiguriere mir mal ein DDEV-Projekt. Ich hoffe, man kann das da unten halbwegs lesen, ich bin nicht im Bild. Das heißt, er fragt jetzt, wie soll dieses Projekt denn überhaupt heißen? Er nimmt standardmäßig den Ordner, in dem wir sind, das passt auch irgendwie ganz oft. So, dann fragt er, wo ist denn dein Public Web Root Directory? Das heißt, das gibt es im Typo-Umfeld, heißt das manchmal Web. Bei Laravel heißt es, glaube ich, auch Public. Wenn ich, glaube ich, ne, bei Symfony heißt es auch Public. Das nehmen wir jetzt einfach mal, weil er das schon gefunden hat. So, als nächstes fragt er, was ist denn das für ein Projekttyp? Und hier wird es interessant. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ein Typo3-Projekt, dann erzeugt DDEV automatisch eine Additional Configuration PHP, wo der ganzen Datenbank-Credentials schon mal einträgt. Dann habt ihr den Stress damit nämlich nicht. Was ich jetzt hier mache, das ist ein reines PHP-Projekt. Ja, zack. So, jetzt ist die Konfiguration komplett, aber wir wollen uns erstmal angucken, was hat er denn jetzt hier so alles angelegt. Interessant ist diese Config-YAML-Datei. Alter, jetzt reicht's. So, alles. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein neues DDEV-Projekt, das hat auch einen Namen, das hat auch einen Typ, das hat auch einen Document-Root. Ihr könnt hier relativ einfach die PHP-Version durchswitchen. Dann ist das ein Nginx, ihr könnt das auch auf Apache umstellen, wenn ihr viel Zeit habt. Dann habt ihr halt die Ports, auf denen das Ding hören soll. Das finde ich interessant, da ist nämlich ein X-Debug einfach mal drin. Und der X-Debug da drin ist unfassbar geil konfiguriert. Der hört nämlich einfach auf alles und sagt auch allen Bescheid. Das heißt, das finde ich deswegen so cool, dass ich auch einfach auf meiner Kommandozeile ein wget laufen lassen kann oder ein curl-request und mein php-storm kommt hoch. Ich gebe jetzt zu, Kommandozeile ist jetzt nicht so interessant, aber wer arbeitet mit REST-APIs oder baut sowas? Insomnia, kennt ihr das vielleicht? Insomnia ist so mein Go-To-REST-Client. Ist halt auch cool. Das heißt, du stellst deinen Request einfach gegen Insomnia und dein PHP-Storm kommt halt hoch mit deinen Breakpoints. Das finde ich echt mega angenehm. Genau. Dann könnt ihr hier noch zusätzliche Hostnames angeben. Was das tut, sehen wir gleich noch. Dann könnt ihr additional fully qualified Hostnames angeben. Das heißt, ihr könntet da theoretisch reinschreiben www.google.com. Dann macht DDEV einen Hosts-Eintrag auf eurem Rechner, der google.com auf dieses Projekt umbiegt. Vorsicht. Ne? Das kann gerne schiefgehen, weil man vergisst, was im Hosts-Eintrag steht und fragt mich nicht, woher ich das weiß. Dann könnt ihr NFS-Mount anmachen. Das ist ein bisschen was, wo man hin und her tricksen muss. Das hier ist jetzt ein OSX High Sierra. Da kann ich das NFS auslassen. Davor in der Version, ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß oder verdrängt. Ja, irgendwie Sierra, so, da war das ganz schlimm, da muss es der NFS anmachen, damit das irgendwie erträglich war vom Speed. Anyways, genau. Dann haben wir hier den berühmten Default Provider, da könnt ihr dann später nämlich so lustige Sachen reinschreiben wie Jay Weiland oder Midwald oder Host Europe oder sonst was. Dann gibt es hier ein Setting, DNS benutzen, wenn es möglich ist. Das könnt ihr anlassen, wenn ihr einen ganz normalen Arbeitstag habt. Wenn ihr im Flugzeug sitzt, eher nicht. Weil DNS-Lookups aus 40.000 Fuß geht, aber ist langsam. Macht also wenig Spaß. Und Zeitzone könnt ihr einstellen, das bietet sich irgendwie auch an, da eine Zeitzone reinzumachen. Es gibt noch 100.000 weitere Settings, wie ihr sehen könnt, da ist eine ganze Menge. Aber was das im Detail tut, da kommen wir gleich noch zu. Das heißt, was wir jetzt Lustiges machen können ist, wir tickern jetzt DDEV Start. Das ist jetzt der Teil, wofür man dann tatsächlich einmal Internet braucht. Weil er jetzt anfängt, Docker-Container runterzuladen. Das braucht ihr, wenn ihr ein frisches Projekt macht, ja, einmal. Danach könnt ihr die Container zu Fuß wegschmeißen. Wenn ihr wollt, dass ihr quasi eine neuere Version des jeweiligen Containers halt bekommt. So, das dauert jetzt noch einen Moment. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Fragen zu stellen, hin. Bitte, danke übrigens, dass du eine Frage stellst. Was genau zieht er sich jetzt aus
jetzt also Image für PHP 7.2 und 7.3, aber was macht der Meta Google auch? Kann ich das angeben, dass ich einen Helper haben will? Ich bin Manager. Was, das ist jetzt ärgerlich, dass Susi nicht da ist, weil die weiß sowas im Detail. Die ist nämlich bei uns dann die Docker-Königin, die den ganzen Kram macht. Wir ziehen teilweise unsere eigenen Images. Das weiß ich, das kann ich auch gleich gucken, wo wir das machen, weil wir haben zum Beispiel so Sachen drin wie Forger. Weiß nicht, wer Forger Typo3.com kennt. Da ist jetzt oben so ein lustiger Login-Knopf. Der geht halt gegen das LDAP. Das heißt, ich brauche halt PHP LDAP. Das ist der Punkt, genau. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst einen Post-Start-Kommando machen. Das haben wir, also wir sind quasi durch alles durch. Wir haben schon alles ausprobiert. Du kannst entweder hingehen und sagen, wenn der Container hochgefahren ist und gestartet ist, dann führ nochmal apt-get-install sonst was aus. Das haben wir am Anfang so gemacht. Das wurde dann aber irgendwann echt nervig, weil wir hatten dann irgendwie noch andere Module drin und dann musste hier noch was und dann mussten wir noch ein Graphics Magic compilen und bla und dann dauerte der Startup ewig. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, fuck it, wir machen unser eigenes Web-Image, wo wir halt die Sachen noch reinziehen, die wir halt machen, damit der Startup halt ein bisschen flotter geht. Genau. Habt ihr, danke. Ich brauche die Fragen, weil das dauert jetzt ein bisschen. Nginx lässt sich auch einfach austauschen durch den Apache. Genau, also du kannst hier oben... kannst du hier bei Webserver-Type, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es ist dann Apache minus FPM und Apache. Genau, stimmt. Kannst halt auf Apache, FPM und CGI gehen. Und wie sieht das dann aus mit SSL-Zertifikaten? Die kann ich dann auch einfach für lokal konfigurieren und. Kannst du, macht aber von alleine. Genau, das ist nämlich ganz charmant. Und du kommst an den Kram halt über HTTP und HTTPS direkt dran. Die haben nicht, wie heißt das, STS, glaube ich, weißt du, diese Autoweiterleitung auf SSL, das haben sie nicht, finde ich aber auch nicht schlimm. Weil du hast manchmal so Dinger, was habe ich denn letztens installiert? Ich habe letztens für einen Freund ein PHP-BB installiert, ey, das ist Freude. Das ist eine Katastrophe, weil die nämlich das Protokoll, mit dem du es installiert hast, hart in die Datenbank schreiben. Und wenn du dann, ne, ich habe es dann initial einfach, ich habe auf den linken Link geklickt, der HTTP war, habe es dann über HTTPS aufgerufen und habe dann permanent irgendwie Duplicate Domain-Shit gehabt. Das hat dann auch keinen Spaß gemacht. Aber Zertifikate macht er direkt für dich. Also tatsächlich auch ganz charmant. Also es nimmt so diesen ganzen, ach, an das muss ich noch denken und hier muss ich noch, das nimmt das irgendwie weg. Ja. Und Benji ist bei uns, der benutzt das tatsächlich todesmutig auf Windows. Also, aber gut, der ist ja eh. Ja, ich habe da auch bis jetzt, also ich bin halt so ein USX-Kind irgendwie, aber. So, genau, der lädt jetzt noch fleißig runter. Das geht eigentlich schneller. Ich weiß nicht, ob man das hier oben sehen kann, aber ich kriege so 2,4 MB die Sekunde durch. An einer zivilisierten Leitung geht das ein bisschen flotter. Genau, da haben wir gerade schon gesehen, da kommt ein PHP-MyAdmin mit als dedizierter Container. Könnt ihr auch weglassen. Ihr könnt auch den Datenbank-Container weglassen. Das haben wir relativ viel, wenn wir so gettypo3.org, da ist keine Datenbank hinter. Da brauche ich den Container gar nicht runterziehen. Spart halt nochmal 5 Minuten und wenn man so 20, 30 Projekte parallel auf hat, dann hast du halt irgendwann so einen Containerpark da im Hintergrund laufen. Das macht dann auch nur bedingt Spaß. So, zieh. Es gibt so ein lustiges Setting, genau. Du kannst hier im Prinzip sagen, welche Container er auslassen soll. Er hat so ein Standardset und da kannst du dann extrudieren. Genau, der kommt halt standardmäßig, kommt der halt mit so einem PHP-MyAdmin-Container, mit einem MariaDB-Container, mit dem SSH-Container und du kannst halt den Database Administration, das ist dieser DBA-Container, so, den kannst du weglassen, wenn du einfach sagst, ich brauche kein PHP-MyAdmin, so, ich mache das alles auf der Shell. Du kannst den SSH-Agent weglassen, wenn deine Dinger nicht irgendwie mit Systemen quatschen müssen oder den SSH-Agent an sich nicht brauchst. Du kannst den reinen Datenbank-Container weglassen, wenn du halt so ein ganz schlankes Ding halt irgendwie haben willst. Das ist das, was es tut. Ha! So, Katschaka. Noch Fragen? Sonst würde ich weitermachen. Das Port-Mapping macht er dann auch aus.
Genau, also das siehst du hier auch. Also er legt das Ding jetzt an. Und ach guck, sie haben HTTP ausgemacht. Geil. Also das Projekt ist jetzt verfügbar unter https://t3crr.ddev.site und unter localhost auf Port something. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, sollten wir ein Datum sehen. Success. So, und da das nicht gestaged ist, kann ich das neu laden und das passt sich an. Also wir haben ein produktives PHP-Skript. So, das ist, was die Dev macht. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Camp. Aber Späßchen beiseite. Was das Ding halt noch hat, ist hier SIT. Disgrobe ist auch schön. DDEV Describe, da gibt es nämlich noch ein bisschen mehr, weil der bringt direkt einen Mailhawk mit. Das heißt, wenn ihr anfangt, irgendwie E-Mails rauszuschicken, habt ihr direkt auf Port 8025 läuft halt ein Mailhawk, der sich die ganzen Mails halt mithört. Der PHP MyAdmin läuft halt hier. Da ist jetzt ist halt nichts drin. Ne? Aber der ist halt einfach immer da. Das ist tatsächlich einfach, spart halt Zeit. Ne? Und gerade die Geschichten, weißt du, dir lokal irgendwie ein MySQL und ein Nginx mit einem PHP aufzusetzen, das ist easy. Dann Mailhawk, das wird dann wieder zäh. Dann hast du irgendwie 15 Projekte laufen gleichzeitig, wo irgendwelche Cron-Sachen im Hintergrund laufen. Dann läuft dir der Mailhawk voll. Der ist halt hier contained. Der kann auch nur mit den Containern intern quatschen. Das ist, finde ich, relativ angenehm. Das nächste, was ihr hier oben habt, ist, dass ihr seht, Datenbank-User, Username ist DB, Passwort ist DB, Default-Datenbank heißt DB, das ist halt einfach so. Bitte? Host ist auch DB, ganz genau. Und der ist jetzt nach draußen gemappt, hier, das könnt ihr sehen, auf Port 32768. Wenn ihr jetzt in DDEV Stop machen würdet und das neu starten, dann kann es sein, dass dieser Datenbankport sich ändert, über den der rausgemappt worden ist. Das heißt, wenn ihr irgendwelche, weiß ich nicht, SQL Pro oder ich habe meine Datenbanken immer hier rechts in PHP Storm drin, dann müsst ihr da gegebenenfalls den Port mal anpassen. Hast du SQL Pro drauf? Bitte? Hast du SQL Pro drauf? Ungerne. Ach, das haben die auch, ne? Stimmt. Ja. Dann brauchst du dich nämlich um Ports und Verbindungen nicht kümmern. Ja. Lässt der Port sich nicht fixieren? Nee, weil wenn du 40 Projekte parallel hast, dann hast du 40 Datenbank-Container und du willst ja jeden einzelnen rausgelinkt haben. Das macht keinen Sinn. Also führt nur zu Konflikten. Du musst irgendwo eine Liste führen. Wird im Team im Zweifel unentspannt. das, ja, ja, klar. Das ist halt so wie IP-Adressen fest vergeben. Am Ende des Tages, ne? Macht halt auch wenig Spaß. Genau. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel Webserver-Logs anschauen möchte? Muss ich mich dann dementsprechend auf die Container aufschalten oder wie macht man das? Du bist. Du kannst halt jetzt hier einfach mit DDEV SSH in den Standard-Web-Container gehen. Du kannst mit, siehst du hier, wenn du dann auf dem Port, auf Localhost, dann hier kannst du dich halt. Ah, ne, wobei das ist nur die MySQL-Verbindung. Ganz ehrlich, ich habe noch nie versucht, mich in den Datenbank-Container reinzuhängen, weil ich nicht wüsste, wofür. Aber kommt man so in den Container? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Brauchst du nicht. Oh, lass das doch mal ausprobieren. Ja. Naja. Anyways, also müssen wir dann im Zweifel gucken. Aber der Gag ist, ihr kommt halt mit DDEV SSH in den Container rein. Was ihr auch machen könnt, ist DDEV exec benutzen von außen, um im Container Sachen auszuführen. Das ist da. Ja, wobei, da bin ich ganz ehrlich, sowas mache ich nicht, weil ich habe vor Bash Angst. Aber nicht, weil Bash scheiße ist, sondern weil ich doof bin. Aber du kannst halt jetzt im Prinzip sowas machen. Das haben die auch schon gemacht, ja, ja, ich bin da noch so. Also brauchst du den Exec vom Composer, brauchst du nicht. Ja, gut, aber anyway, also genau, standardmäßig kommt der halt, ich glaube, Composer ist drin, Node musst du, glaube ich, dazu konfigurieren oder NPM wollten sie noch reinmachen oder so. Das heißt, das, bitte? Ich habe nicht jedes Upgrade von denen drin. Das ist halt dahingehend ganz praktisch, dass ihr im Zweifel sogar im Projekt die gleichen, also ich finde NPM scheiße, aber die gleichen Yarn-Versionen habt, was halt einfach
so viel Stress spart übers Team hinweg. Ne? Weil das Setup immer das gleiche ist, und zwar auf das Projekt. Ne? Und ihr habt nicht das Setup des Rechners und 20 Projekte da drin, sondern ihr habt das Setup des Projekts und 20 Rechner, die da mitlaufen. Genau. Das ist tatsächlich charmant. Dann hast du natürlich den Punkt, dass diese ganzen Files, die hier oben drin liegen, das sind halt alles Textdateien. Also DDEV-Verzeichnis committen wir mit, absichtlich, damit der Kram einfach da ist. Und genau, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen können. Was wir jetzt einfach mal ganz kurz machen, wo jetzt hoffe ich, dass ich das... Ach nee, Quatsch, das ist ja wieder Jammel, das geht ja nicht so. So, was könnten wir denn sonst noch so machen? Ja, aber ich glaube, Arrays gehen auch so, oder? Magst du es mit der neuen Zeile lieber? Komm, ich mache dir die neue Zeile. Nur für dich. Was machen wir sonst noch? So. Und jetzt können wir hier nämlich hingehen und können den Kollegen mal eben beenden. So, und dann sagen wir jetzt einmal DDEV Stop. Dann fährt er halt die Container runter. Und den Zustand, den wir jetzt gleich zeigen, wo ist er? Da. Das ist im Prinzip das, was die Devs morgens machen. Und wenn man dann da auf die Uhr guckt, geht das verhältnismäßig flott. Finde ich. Don't fail me. Ach, weil ich neue Domains eingetragen habe. So, zack. Also das finde ich okay. Also das ist irgendwo so im 20-Sekunden-Mark. Das finde ich in Ordnung. Und jetzt steht der ganze Kram halt auch unter den anderen Domains direkt zur Verfügung. Inkel SSL-Zertifikat und allem Spuk, den man da irgendwie dazu haben will. Also das finde ich tatsächlich vom Handling halt ultra angenehm. Na, und das wird dann interessant. Also bei uns, wenn du die Typo3.com startest, dann kriegst du halt erstmal so einen Wald von Domains. Na, weil die Seite läuft in Niederländisch, in Französisch, in Englisch, in Deutsch, in Dänisch, in Norwegisch, Spanisch kommt jetzt, Polnisch wird gerade übersetzt, Hindi. Hindi ist drin, weißt du, da hast du schon alleine so einen Block mit Domains, die kommen, die sind halt gleich und das klingt jetzt nach nicht so viel Aufwand, ne? So, ja, gucken, geh mal auf die und die Seite auf Hindi und guck mal, da ist irgendwie ein CSS-Problem oder irgendwas. Alleine, dass man einen Link schicken kann im Slack im Team und nicht, hier ist der Link, wie es bei mir ist und du musst bei dir mal die Domain tauschen, das ist so der Sand im Getriebe, finde ich, der bei der täglichen Arbeit dann einfach keinen Spaß macht. Und das ist der Grund, warum wir halt komplett auf diesen ganzen DDEV-Kram gewechselt sind. Ich zeige jetzt nochmal was ein bisschen spannender ist, als das, was wir jetzt hier gemacht haben, weil das war jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Flop. So, machen wir mal Forger auf. Also Forger, hier auch, same game, da ist halt ein DDEV drin. Der DDEV wird mich gleich anquengeln, weil ich gerade upgedatet habe. Ihr seht aber, dass hier noch ein paar separate Docker-Compose-Files dabei sind. Eins ist zum Beispiel, dass wir, Moment, das ist ein bisschen tief drin, genau. Das hier ist jetzt ein Elasticsearch-Block, den wir hochfahren. Das heißt, weil wir für Forger eben ein Elasticsearch im Hintergrund brauchen, fährt er hier zwei Elastic-Nodes hoch. Der hat das Head-Plugin, das ist so, dass wenn man mal schnell was nachgucken muss, ist das ganz praktisch. Und als letztes haben wir eine Docker Compose Environment und da geben wir die IDE-Konfiguration für PHP Storm rein, auf welchen Server-Name der X-Debug hier hören soll. Das machen wir deswegen, damit wir Command-Line-Scripts direkt aus dem System starten können und auch so Sachen wie Code-Coverage und so ein Kram da rausziehen können. Das heißt, jetzt hoffe ich, dass er schnell startet. Genau, jetzt moppert er noch an, dass das für eine 1.10 gebaut ist. Baut er noch die Container. Ich hoffe, die kommen flott. Kann man die dann noch einfach upgraden, diese Konfiguration? Oder das Anmerk hat, dass das für eine ältere Version ist? Wir planen immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also für ein Versionsupgrade. Also du machst halt im Prinzip nochmal DDEV-Config. Enter, 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 enter. Dann guckst du, ob das Projekt noch läuft. Und dann guckst du ins Git-Log, also in den
guckst du im Git, was sich tatsächlich verändert hat. Also anders machen wir das auch. Also wir kochen auch nur mit Wasser. Wir kennen das ja auch nicht auswendig. Also wir sind da vielleicht auch ein bisschen Rambo manchmal. Ja, ja. Aber ich meine, die Enter-Enter-Enter-Nummer, die funktioniert da halt leider auch. Ne? Also ich bin das. Und die sind auf GitHub, finde ich, unfassbar schnell. Und ich habe Randy jetzt endlich kennengelernt, der einen guten Fotografen. Randy ist nämlich einfach mal 20 Jahre älter, als er auf dem Foto aussieht. Ich stand vor mir, ich so, ach, jetzt braucht der Container hier lang, das ist aber ärgerlich. Oder ist das Internet weg? Ngrok? Haben wir tatsächlich auch mit, also wir haben das gekauft. Also wir haben dann eine Subscription gemacht und haben das gekauft. Achso, da gibt es sogar noch Bezahlung. Ja, also du kannst einfach DDEV Share, also stimmt, vielleicht auch noch ein interessantes Feature, danke, dass du es ansprichst. Also das Ding kann irgendwie 100.000 geile Sachen. Du kannst DDEV Share tippen und dann kriegst du eine, kann ich eigentlich mal ausprobieren, oder? So, ja, Ngrok. Passt schon. Aha. So. Dauert noch einen Moment. Ach, jetzt gehen meine Kamera-Tests hoch? Nee. So, genau. So, und jetzt kann im Prinzip, hat irgendjemand gerade ein Handy? https://f92 schieß mich tot. Das ist jetzt im Prinzip ein Webtunnel durchs Internet auf meine lokale Kiste hier. Das ist krass, ne? Das haben wir in der 1.10 oder 1.11, glaube ich, reingemacht. DDEV Share, genau. Dazu vielleicht eine Anschlussfrage. Wir kämpfen so ein bisschen im Team damit, dass jeder hat sein lokales DDEV von dem Projekt und schraubt ein bisschen, der eine schraubt im Frontend, der andere ein bisschen im Backend und so. Und das dann immer wieder alles zu mergen, dass dann jeder seinen eigenen Stand hat, das versuchst du ja irgendwie über Git hinzukriegen. Ja. Aber wir sind irgendwie ein bisschen doof. Kannst du vielleicht so ein bisschen was in Richtung Best Practice sagen, zu dem, wie benutze ich die da im Team? Also ich kann dir sagen, wie wir es machen. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich dahingestellt. Ne? Also, ich würde das ausprobieren. Sieh mir das nach. Was wir machen ist, dass ein Projekt, also im Prinzip sehen bei allen neuen Projekten die ersten beiden Commits wie folgt aus. Repository initialisiert, readme.md liegt da drin und dann kommt eine DDEV-Config rein. Das ist der zweite Commit. Und da kommt alles rein, was ins Projekt kommt. Und wir machen Änderungen am DDEV-Setup entweder am Anfang, also wir haben zweiwöchige Sprint-Cycles und machen am Anfang vom Planning, wenn wir in irgendwelchen Projekten Changes brauchen, dann machen wir die da zentral und im Team. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, die History auf den DDEV-Files ist bei uns gar nicht so lang. Weil wir, also ich bin genuinely interessiert an dem Use Case. Was ist los? Ich muss Batterie wechseln. Darum habe ich hier. Ja. Wir haben eine. Also wir haben also. Hold that thought. Erste Frage, ist deine Frage beantwortet? Ja, ein Stück weit schon. Also wahrscheinlich ist das Problem zu einfach für diesen Kontext hier. Also einfach so ein bisschen zu doof im Umgang mit Git und DDEV und dann hast du immer wieder, dass sich dann Dinge überschreiben. Also wir haben halt wirklich wenig Changes an der DDEV-Config. Und jetzt weiß ich aber nicht, woran das liegt, weil entweder sind eure Projekte dynamischer, weißt du, dass irgendwie sagen, hier noch was und ach, haben wir vergessen. Kann ja vorkommen. Ich war ja lange genug selber Agentur. Ich kenne ja den Alltag. Ne? Was wir halt machen, ist, wir nehmen uns halt vorher Zeit und wir haben auch ein dediziertes Ticket dafür. Halt so, ne, das ist das DDEV-Setup, was wir brauchen, weil an dem Ticket auch noch ein Tochterticket dran hängt. Das ist später das Live-Setup, das wir brauchen. Weil das ist halt doof, wenn du dann deine Pods woanders hochfährst und dann da drin vergessen hast. Ach ja, LDAP-Container, stimmt.
Ne? Das machen wir halt direkt, das ist Teil quasi des Anforderungs-Engineerings, das wir machen. Wenn wir vorher hingehen, was brauchen wir hier insgesamt? Was dann passiert ist, dass Susi irgendwann mal sagt so, hey, ich mache gerade mal einen Change. Das wird dann in so einem Daily angekündigt, wo es dann einfach ist so, hey, ich hatte vorhin diesen Fall, weißt du, wir haben am Anfang LDAP immer per apt-get nachinstalliert und irgendwann wurde halt einfach zu lahm, weil dein DDEV-Start halt 25 Minuten gedauert hat. So, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann hat Susi irgendwann gesagt, so, ja, das geht mir auch auf den Sack, ich baue das jetzt um und ich mache ein Image, was einfach nur bedeutet hat, beim nächsten Daily am nächsten Tag bitte einmal, damals gab es noch DDEV-Remove, das ist, wenn du die Container komplett wegschmeißen, heute ist es halt, bitte startet einmal oder stoppt einmal eure DDEV-Projekte und startet die nochmal neu. Und dann wird der neue Container reingezogen und dann ist das happy. Also wir zentralisieren das stark, darum haben wir wenig Merge-Konflikts. Ne, das ist so das Ding. Eine andere Geschichte, die man vielleicht auch anreißen könnte. Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin auch sofort fertig. Alles gut. Wenn du mit Testdaten arbeitest, was ja auch gerne gemacht wird, der eine Entwicklerin hat dann die Testdaten schon mal angelegt, jetzt willst du die auf deiner Maschine nicht auch wieder anlegen. Also dann, also da ist halt, also dann hast du prinzipiell das Problem, Datenbanken zu mergen. Mein Lokal mit angepassten Utility und seine Testdaten. Und ich wollte gerade sagen, das ist eine Frage. Also es geht so in die Richtung, was wir tatsächlich machen, Text-Fixtures legen wir in Shell-Skripten ab. Also wenn du deine Testdaten, die wir generieren, die generieren wir dann über ein Skript und das Skript wird committed. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Entwickler haben, der sagt so, hör mal, ich muss mal gucken, ob, keine Ahnung, die Partnerprogramm-Paginierung funktioniert, wenn wir 40.000 Partner haben, weil an sowas denken Devs ja nie, dann führt er halt das Skript bei sich aus und geht einmal zur Kaffeemaschine. Ne, also das ist das Einzige, weil Datenbanken mergen, das ist whole other ballgame, als irgendwie Git-Merge zu machen. Ne, weil da gibt es aber interessante Ansätze zu der Tom Maroschik, der auch hier ist, der hat einen UUID-Ansatz in Typo 3 eingebaut. Der funktioniert. Das heißt, du hast UIDs, die unique sind, nicht nur auf die Maschine, sondern auch auf die Zeit und alles um die Maschine und alles drumherum. Also das ist richtig krass. Und dann könntest du theoretisch auch Datenbankkram wieder mergen. Aber wir wissen ja, dass wir alle Entwickler sind und es ist ein Unterschied an eine URL, Record-ID 15, ich mach mal schnell eine 18 draus, ach, kommt der richtige Record ran, weißt du, versus tipp mal 40 Zeichen ab. Ne? Das macht halt auch keinen Spaß. Darum müssen wir da mal gucken, wie wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber das ist... Also wir haben tatsächlich, ja, hat halt wenig mit DDEV zu tun. Ja, also klar, das ist halt, wo ist es? So, wir haben halt eine Sync from SH, so, und dann sagst du halt Sync from Stage, ja. Ne, und auf den Produktivsystemen draußen sind halt die SSH-Keys der User hinterlegt, die Pub-Keys, und dann sagst du halt einfach Sync from Stage, dann bügelt der deine ganze Datenbank und zieht sich von Stage alles, was Bewegungsdaten sind. Also der lässt die Cache-Tabellen weg, der lässt die Backend-User-Tabellen weg, der lässt die, ich glaube, Syslog lässt der auch weg, weil das willst du ja eigentlich überhaupt nicht haben. Der lässt halt so ein paar Sachen weg, ich muss mal gucken, wo das ist. Genau, da siehst du irgendwie, genau, also der ignoriert so ein paar Tabellen irgendwie. Ich habe mit Benji angefangen, die Challenge, die du da hast, auch zu machen, weil was ich haben wollte, ich wollte einen DDEV Export DB haben, wo der die ganzen Bewegungsdaten weglässt, damit der Dump einfach schneller geht und der Import schneller geht, weil sonst ist das immer kacke. Du machst dann DDEV Import DB und das Erste, was mit deiner Backend-Session macht, ist ne? Sowas habe ich auch schon mal gebaut. Aber hier gehen wir halt hin, wir haben tatsächlich einfach so ein Shell-Skript, das ist jetzt also, das ist keine 100 Zeilen lang. Das geht halt hin und synkt irgendwie einen Haufen Daten von A nach B. A synkt das geht dann auch relativ flott. Ja, mit jeder Schleife ist der Gedanke doch so, dass du einfach
Genau. Und da wird DDEV Live dann interessant. Das hängt damit zusammen, dass wir aktuell die Typ, also Judd hat uns gesagt, geht mit der Typo 3.com bitte noch nicht auf das Beta-Programm. Wahrscheinlich, weil die ein bisschen Schiss vor mir haben, ich bin ja auch groß. Das ist das, was wir dann aber tatsächlich haben. Also gehst dann später halt wirklich hin und sagst, pass auf, gib mir den Snapshot von dem Container von vorgestern. Na, weil die das halt auch alles vorhalten. Exakt. Na, und dann gehst du halt zwei Kaffee ziehen, wenn deine Internetleitung nicht so schnell ist. Und dann kommst du an deinen Kram dran. Genau. Aber diese DDEV-Share-Geschichte, die wir da vorhin hatten, stimmt. Das haben bei uns die Frontend-Leute laufen, weil die sitzen ja neben so einem Gerätepark, ne, wo dann irgendwie noch ein iPad da ist und ein Android-Telefon und ein iOS-Telefon und ein älteres iOS-Telefon, was man halt so braucht. Dafür ist halt dieses Sharing-Feature ganz gut. Und um auf die Frage von dem Paid-Service zurückzukommen, den haben wir deswegen, weil du kriegst, glaube ich, einen Tunnel parallel. Das hat auch für uns gereicht, das kostenlose Feature, bis wir so ein Free-for-All-Sprint hatten. Und da hat halt Jurian irgendwie am Reimbursement-Tool gearbeitet. Benji war auf der Typo3.com. Andi hat an Forger was gedreht. Anja war an der Google Ads Middleware dran. Und Frank hat, glaube ich, irgendwas auf dem ELTS Satis gemacht. Und dann haben die sich gegenseitig irgendwie mit den Shares halt, ne? Und Ngronk, das, was wir haben, das, der Plan kostet, glaube ich, $12 im Monat. Also die Zeit hast du schnell raus. So, das geht echt flott. Ne, genau. Und wie gesagt, stimmt, eine letzte Kleinigkeit, die sich empfiehlt, gerade bei Typo-Projekten, die ein bisschen größer sind, habe ich das andere, nee, mach ich eben Forger auf, weil da habe ich nämlich Breakpoints drin. DDEV exec enable xdebug. Damit könnt ihr nämlich mal schnell den Container durchstellen. Und dann findet der das auch nicht. Diese Tastatur macht mich kirre, ne? So, genau. Jetzt nehme ich xdebug an. Jetzt wird das Projekt ungefähr halb so schnell. Das nur vorab. Ne? Aber dadurch, dass man das halt relativ schnell... Nee, das war sogar richtig. Relativ schnell an- und ausmachen kann, mache ich es tatsächlich mittlerweile auch so, wenn ich was debugge, mache ich xdebug kurz an. Also wenn ich wirklich die Breakpoints im Code brauche, mache ich es kurz an. Wenn ich dann fertig bin damit und mich wieder mit, weiß ich nicht, einem Farbwert in irgendeiner Überschrift befasse, dann mache ich xdebug halt eben aus. Macht er das da on the fly oder verändert er die DDEV-Datei? Das macht er on the fly. Okay, das heißt, in einer DDEV-Config steht weiterhin enable false? Ja. Okay. Weil ansonsten gehst du hin und machst es halt für alle per Default erstmal lahm. Ne? Das macht genau. Genau, das stimmt. Aber es ist eine gute Anmerkung. Du kannst das halt auch, wo ist er denn? Da. Du kannst das auch standardmäßig in der Config anmachen. Also wenn du willst, dass dein ganzes Team dich richtig, richtig scheiße findet, dann kannst du da auch true reinschreiben. Und frag mal Anja, woher die das weiß. Es war nämlich so ein ganz kleiner, süßer Commit am Samstag und morgens alle Leute so, ey, was ist denn los? Irgendwie alles ist langsam. Genau, das heißt, was wir sonst machen können, weil wir haben ja gerade hochgefahren, oder? Nee, läuft ja. Oder? Na, gucken wir mal. So, das heißt, wenn wir jetzt hier nämlich auf forger.ddev.zeit gehen. So, also finde ich jetzt okay. Ja, das ist jetzt eine Symfony-App im Dev-Kontext, die aus ungefähr 4-5 Millionen Daten, also Rows in der Elasticsearch Daten aggregiert. Also das ist schon in Ordnung. Ja. Also das funktioniert alles. Das ist tatsächlich irgendwie ganz angenehm. So, plopp. Ja, also kommt irgendwie schnell genug, außer dass ich da offenbar einen buggy Stand habe. Oder Frank hat irgendwas kaputt gemacht. So, da kommt es wieder. So, also finde ich jetzt von der Performance her echt in Ordnung. Also dafür, dass da nichts gecached werden kann, weil die Daten alle real-time kommen, finde ich das echt okay. Genau. Es gibt noch eine Anleitung vom Stefan Frömmken, der hingegangen ist und alles, was Typo so an Bewegungsdaten schreibt, also das VAR-Verzeichnis, VAR-Cache zum Beispiel, das nochmal auf eine RAM-Disk zieht. Das ist im Typo-Kontext echt angenehm und das läuft dann relativ flott. Das macht dann, also bei Typo merkst du es dann, gerade wenn du File-System-Heavy halt arbeitest.
Genau. So, 2 Minuten habe ich noch. Eine. Habt ihr Fragen? Bitte. Oh, Leute. Jetzt, danke. Wie müsst ihr den Aufwand schätzen, vor allem die Projekte, die Betonwelt und Composer gebaut sind, als in die Umgebung halt zu übersetzen? Klassische Antwort, kommt drauf an. Ja. Also die Typo 3 kommen, weil die war relativ komplex, weil da läuft ein Redis, da läuft eine Elasticsearch, da läuft noch eine Elasticsearch, weil wir 2 verschiedene Versionen fahren, war Stunde. Also bei so ganz effen Projekten, auch die auf Vagrant liefen oder so, brauchst du keine 10 Minuten. Also tatsächlich, ich habe jetzt letztens angefangen, meinen ganzen Privatspäßchen, die ich so habe, das ist so hier ein Symfony, da ein Laravel, da halt ein PHP-BB, also wer wissen will, was Schmerz ist, gerne mal PHP-BB installieren und so ein Kram. Tatsächlich ins Verzeichnis reingehen, ddev-config, Enter, Play drücken, glücklich sein. Ja. Das letzte, was ich hatte, dass ich aus Versehen, ich habe so ein lustiges Paket bei Mittwald, die hatten PHP 7.3 und mein DDEV lief auf 7.2. Das war das Einzige, wo mir ein Deployment mal auf die Bretter gegangen ist. Weil halt PHP-BB mal wieder, also ich habe das sehr lieb, ne, das merkt man, halt direkt startet mit, nee, und also PHP 7.3 ist zu neu, so, damit funktionieren wir nicht. So, aber, also Aufwand echt überschaubar. Wie groß ist dein Team, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie groß ist dein Team? Das Team ist ungefähr 10. Ja, also da ist halt, aus unserer Erfahrung ist die Einführung, also wir haben 11 Leute, die entwickeln, also ne, sehr, sehr vergleichbare Größe, hast du wahrscheinlich nach einem Monat raus. Na. Gerne. Gibt es schon bereits vorgefertigte Was meinst du, wo die... Also es gibt Beispiele. Dass ich mir das klonen kann, so ein DDEV-Projekt bzw. so eine Konfiguration, wo er... Brauchst du nicht. Das ist... Ist reinkompiliert. Weil da arbeiten wir halt mit Drud zusammen. Also als Drud angefangen hat und gesagt hat, wir wollen auch auf Typo 3, haben die uns halt gefragt, was müssen wir jetzt alles einbauen. So, und daraufhin haben wir dann gesagt, pass auf, wir brauchen das noch im Container, das noch standardmäßig im Container, das noch standardmäßig im Container. Also ein Typo läuft einfach out of the box. So, wenn du jetzt anfängst, irgendwelche Ultra-Spezialgeschichten zu machen, so ich brauche ein Image Magic 5.4.12. Bei mir wird das anders. Es gibt zum Beispiel Kunden, die haben Typo 3.8. Wir haben wiederum Kunden, die haben Typo 3.9. Mhm. Das heißt, wenn ich eintippe, jeder gibt mir jetzt Typo 3.9, dann baut ihr mir die komplette Umgebung mit 9. Nö, du sagst einfach nur Typo 3, weil wir halt plattformunabhängig arbeiten. Also ich wüsste nicht, wo du was Spezielles haben musst, außer du musst gegebenenfalls die PHP-Version runterdrehen. Ja gut, das ist halt PHP. Ja eben, also die haben keine PHP 5.5 Images oder 5.6. So das ist... Ne. Ach, wegen Drupal, ne? Ja. Danach irgendwie einmal auf Version PHP 7. Stimmt, Andrew hatte das reingebaut. Ja, da war was. Und dann waren die total stolz, von wegen, ey, du kannst jetzt deinen Drupal 7 auch laufen lassen. So, alles klar. War das eine Wortmeldung oder sortierst du nur? Nein, aber sind deine Fragen soweit erstmal beantwortet, halbwegs? Ja, dann los! Oha. Also stimmt, also das wäre vielleicht noch was, also wenn man auf dem Typo 3 Slack unterwegs ist, lad schneller. Na, dann hast du hier oben so einen DDEV-Channel. Eine Sache bedenken, die Jungs sitzen in Colorado. Für die das nicht wissen, das ist -8 Stunden. Wenn du denen um 12 deutsche Zeit eine Frage stellst, kriegst du auch manchmal um 12 eine Antwort. Ich versuche dann aber, die nicht noch in Gespräche zu verwickeln, weil ich weiß, dass bei denen gerade 4 Uhr morgens ist.
Das wäre also die haben ein Support-Empfinden, wo wir echt uns viel von abgucken auch. Ja, das daher, das ist also wie gesagt, also die sind tatsächlich ziemlich gut drauf. Das macht auf jeden Fall Fehls. Den würde ich auch noch empfehlen. Die antworten schnell, die Community ist groß und wir können jetzt gerne gleich mehr Fragen dann durchquatschen, wenn du möchtest. Ich brauche dann nur ein Kaltgetränk und eine Kippe. So. Gut, dann danke für die Zeit.